Neusiedlersee zur Weltkultur benannt worden ist, ist die Einzigartigkeit, die Fauna, Flora und auch der Steppensee. Neusiedlersee ist der größte Steppensee Europas, geprägt von der Umgebung, Schilf, Wasser und Weingärten. Was auch für uns sehr positiv ist, ist der Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel. Der Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel wurde Anfang der 90er Jahre gegründet und ist für uns auch von großer Bedeutung. Wichtig vom wirtschaftlichen Standpunkt her ist Weinbau kombiniert mit Tourismus und den Gästebetten. Es werden sehr viele Führungen angeboten, Seminare angeboten, die das Thema Natur, Nationalpark verbindet. Natürlich wird es auch genutzt fürs Radfahren, Wandern und eher gemütlicher und ruhiger Tourismus als Massentourismus. Der Weinbau spielt sicher eine sehr große Rolle zwischen Ilmitz, Bodersdorf, Apetlohn, alles was neben der Bundesstraße ist, ist sicherlich das Hauptweinbaugebiet. Und das ist dann auch natürlich ein prägendes Bild, wenn ich links und rechts die Weingärten habe, also ich habe irgendwo verstreute Fluren. Das bleibt in Erinnerung, das Ganze. Weinbau war immer schon ein Wirtschaftsfaktor und ist jetzt sicher ein großer Wirtschaftsfaktor auch geworden. Im Bezug zu Brauchtum sind natürlich auch einige Feste rund um den Wein entstanden, aber es werden Feste gefeiert und das bedeutendste und größte Fest, was man mit Kultur und Brauchtum und Weinbau verbindet, ist das Martini-Loben. Das ist Tag der offenen Kellertür und da kommen Gäste aus ganz Österreich und auch aus dem benachbarten Ausland, wird sehr gut angenommen und dementsprechend auch gefeiert. Der Besuch hier lohnt sich auf jeden Fall, weil die Weinkonsumenten hier auch Kontakt mit den Winzern haben. Das heißt, es sind ja viele, die immer wieder kommen, die im Jahr zweimal kommen und den Wein hier probieren wollen und unter dem Jahr auch beliefert werden. Und wenn sie zum Martini-Loben herkommen, dann haben sie auch den Kontakt und sehen auch, wie der Wein entsteht. Das heißt, sie können nicht nur den Wein in der Flasche verkosten, sondern auch vom Fass, also Fassproben nehmen und sehen dann schon, wie der nächste Jahrgang werden wird. Und das lohnt sich sicher, dass man das auch einmal probiert. Die Leute kommen nicht nur eben den Wein zum Verkosten zum Martini, sondern auch um eben die Natur zu sehen und zu sehen, woher der Wein kommt. Ja, ich glaube, das erste Mal gemeinsam da. Da habe ich den Neusiedlersee kennengelernt und auch die Vielfalt. Die ganze, also das Naturschutzgebiet, was halt irrsinnig beeindruckend ist und vor allem da, wenn es die Aussicht hast, ist das halt wunderschön und gibt da innerlich total die Ruhe. Mit den ganzen Vögeln, mit dem Wein, mit dem See. Das ist halt einzigartig. Also ich glaube, das ganz Besondere an Ilmitz, was uns irgendwie so gefällt, ist auch die Gastfreundlichkeit. Also es ist jeder so herzlich, du darfst wirklich in ihre eigenen vier Wände im Prinzip rein und es ist gemütlich, jeder freut sich, wenn du kommst. Ja, man fühlt sich einfach wohl. Ich meine, es ist auch da das beste Beispiel. Ja. Das ist im Prinzip die Repräsentation dieses Weinguts und wir sitzen da im Schlafzimmer und im Wohnzimmer drüben ist die Verkostung. Also das ist eigentlich, dass die Leute wirklich ihre Gäste auch direkt in ihren innersten Kreis, in ihrem Privatleben auch quasi hineinlassen und das eigentlich sehr eng verbunden ist. Das ist sicher auch faszinierend. Ja, ich glaube, dass das irgendwie einfach einzigartig ist, das Naturschutzgebiet, das eben die Weinlandschaften, wo wir ja eine Führung gemacht haben letztes Jahr, wo wir wirklich rausgefahren sind, was uns sehr beeindruckt hat, wo wir die ganzen Vögel und Reiher und so gesehen haben, wo wir das auch kennengelernt haben mit den Rosenstöcken vor den Weinreben, die zum Schutz da sind. Das
zum ganzen Bild, das passt ja das nicht gut, das alles zusammen. Spielt sicher auch die Architektur in einer gewissen Art und Weise hinein, wobei man ja da auch schon merkt, dass sich da in den letzten Jahrzehnten doch sehr viel auch getan hat im Hinblick auf eher die moderne Architektur im Vergleich zu der eher doch älteren und ländlichen Architektur. Die Kombination mit der Landschaft dazu macht sicher da einiges aus, warum das Ganze dann auch immer speziell ist. Wenn ich mir die Architektur rund um den Nörsler See ansehe, dann gibt es für mich drei Formen der Architektur. Jene, die dem bäuerlichen Zweck gedient hat. Eine alte Form der Architektur ist sehr funktionsbetont. Dann haben wir dieses Mittelding von Architektur, die de facto auch eine solche ist, aus den 50er, 60er und 70er Jahren, wo das wahrscheinlich der ärmste Teil Österreichs war. Und wo gebaut wurde, was wir heute österreichischer Schier bezeichnen würden, nicht? Und trotzdem sind es Kinder ihrer Zeit. Und was sich jetzt entwickelt rund um den See, ist eine Form eines auch neuen Selbstbewusstseins. Dieser Teil Österreichs ist auf einmal zu einer interessanten Nationalparkregion geworden. Und Menschen fahren hierher, weil sie zwei Dinge suchen, Natur und Wein. Das müssen wir aber auch in unsere Architektur hineinholen, die sehr modern ist, sehr kommunikativ ist, sehr offen ist, sehr die Natur mit einbezieht. Überall können die Glasfronten zur Seite geschoben werden und es strömt die Luft des Neusiedler Sees herein. Das heißt, da kommt das Selbstbewusstsein hinein, da wird die Natur hineingezogen und hineingesogen und da kommt dieses offene, kommunikative der Grenzregion hinein. Das ist für mich ein ganz ein wesentlicher, ich würde fast sagen, es ist eine Form der Grenzarchitektur. Was meine ich unter Grenzarchitektur? Die waren immer ein Gebiet, in dem Menschen eingesickert sind und sich vermischt haben. Und vielleicht resultiert daraus auch diese prinzipielle Offenheit der Menschen. Ich bin zutiefst der Ansicht, dass gerade beim Wein ein direkter Bezug zwischen dem Produkt, der Scholle, dem Weinstock auf der einen Seite und demjenigen, der den Wein macht, notwendig ist. Man kann heute Wein, es gibt so viel guten Wein auf dieser Erde, dass man aus meiner Sicht Wein nur noch wirklich sinnhaft Menschen näher bringen kann, indem man einen emotionalen Bezug zwischen der Erde und dem Menschen herstellt. Die Menschen sollen bei uns das erleben, was wir wirklich den ganzen Tag tun. Wir gehen mit unseren Kunden hinaus in die Weingärten, trinken die Weine dort, wo sie gemacht werden, reden dort über die Weine, sie sollen sie fühlen, am Abend sollen sie am Lagerfeuer sitzen. Und ich möchte ihnen auch sagen, wisst ihr, der ist mir vielleicht nicht so gelungen. Ich erkläre euch aber, warum er mir nicht so gelungen ist. Ja? Das heißt, dieser handwerkliche Bezug zwischen der Scholle auf der einen Seite und dem Weinstock auf der anderen Seite ist für uns ein zentrales Thema. Vielleicht noch eines, nicht nur das landschaftliche, naturelle ist hier in diesem Grenzland eine ganz große Komponente, sondern hier gibt es noch Brauchtum. Und das Wort Brauchtum kommt ja unschwer zu erkennen vom Brauch. Das heißt, hier werden Dinge noch gebraucht. Wir wollen diesen Wein segnen. Herr, segne diesen Wein. Und alle, die mit ihrer Hände Arbeit zu seinem Werden beigetragen haben. Bewahre alle, die ihn in vollen Zügen trinken, vor Unheil und Schaden. Und schenke jedem, der ihn in rechtem Maß genießt, Freude und Wohlergehen. Durch Christus, unseren Herrn, füllet nun die Gläser.